Die meisten Dinge kann man sich erklären. Den Zeppelin, die Luft in höheren Sphären, selbst der Raketenflug im Weltenraum erstaunt den aufgeklärten Menschen kaum. Und doch gibt's immer noch eine Menge Sachen, die oft ein großes Kopfzerbrechen machen. So Sachen, da bestätigt jedermann, dass er sie einfach nicht begreifen kann. Dass viele Männer eifrig Zeitung lesen, statt in der Bahn gedankenlos zu dösen, das ist begreiflich, denn Belesenheit belebt den Geist und stärkt die Tüchtigkeit. Dass manche aber nur ins Blättchen sehen, um nicht vor alten Leuten aufzustehen und fühlen sich gar noch als feiner Mann, das ist es, was man nicht begreifen kann. Wenn man bis nachts um drei in einer Bar ist, dann ist es klar, dass man nicht mehr ganz klar ist. Und manches Mal, da ist es zu verstehen, dass diese Leute nicht mehr ganz gerade gehen. Doch dass ein Mensch sein eigenes Haus umwandelt, im Glauben, dass sich's um den Nordpol handelt und sieht sich noch als völlig nüchtern an, das ist es, was man nicht begreifen kann. Dass sich die Leute neue Möbel kaufen und diese halb zum Möbelfachmann laufen, um sich die Möbel vorher anzusehen, das ist nur richtig und man kann's verstehen. Doch dass die klugen Möbelinteressenten den Möbelhübner übersehen könnten und ginge nicht zu Möbelhübner ran, das wäre, was man nicht begreifen kann. Möbelhübner und die Rundfunkküche, nur Berlin-Westen, nur Gentinerstraße 36.